Und hoppala. Und was ich übrigens ganz cool finde, ist mit Air Saving. Zieht euch das rein, Leute. Haha, in der Luft gespeichert, like a boss. Stimmt's? Was ist daran so toll? Ich habe selbst keine Ahnung. In Battle Kit 2 geht das übrigens nicht mehr. Ich habe schon die Demo gespielt von Battle Kit 2. Da geht das leider nicht mehr. Ja, schade. Und hier können wir runter. Okay, ich zeig das mal her. Hier können wir nicht hoch, weil wir noch nicht hoch genug springen können. Und hier können wir nicht durch, weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Ja, sehr viel gebracht. Es ist ein Metroidvania-Spiel zweiten Grades. Also was ist des ersten Grades? Weiß ich nicht. Ist das Erklärung genug? Na, diesmal nicht. Ersten Grades ist wahrscheinlich sowas wie Symphony of the Night. Ah, nein, das ist dritten Grades. Das ist ein waschechtes Metroidvania dritten Grades. Ja, aber desto geringer der Grad, desto besser, oder? Achso. Ja, genau. Okay, dann ist es ersten Grades. Und das ist zweiten Grades. Und was dann dritten Grades? Sowas wie Super Meat Boy, da muss man auch manchmal in alte Levels zurück. Muss man nicht, aber kann man. Ja. Ich bin überhaupt kein Metroidvania. Ich weiß. Ich bin ganz hohl in der Birne schon. Und ich gebe es auch gerne zu, wir spielen das jetzt auf einem Emulator. ja, aber ich habe das Spiel natürlich im Original. Ich würde nie... Nein, also... Ja. Wirklich nicht? Nein, würde ich nicht. Hey, wir können jetzt in dieser Sekunde noch Battle Kit 2 runterladen. Nein. Battle Kit 2 werden wir erst runterladen und spielen, wenn ich es auch in meinen Händen halte. Kann noch etwas dauern. Hey, wo blieb das mit dem Saving? Ja, ich bin auch kein Pro-Gamer, also warte nicht zu viel von meinen Skills, von meinen Inline-Skating-Skills. Übrigens noch eine ganz nette, tolle Anmerkung, die ich noch machen will. Ich will gar keine großen Ankündigungen machen, weil wer weiß, was noch geschieht, bis wir dieses Video hochladen. Also kann ich noch nicht viel verraten. Nein. Das war wieder so richtig schlecht jetzt. Ich meine, danke für deine Motivation. Ich nehme sie gern zur Schätzung. Bei der Schätzung, ich war auch gestern erst bei der Schätzung, da haben wir geschätzt, wie viel Kilometer der Mond entfernt ist. Wir sind dann so auf 3 irgendwie gekommen, ja. Wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber es geht ja nur um Schätzen und im Schätzen bin ich der König. Ich kann ziemlich gut schätzen. Ich schätze, dass ich nur noch 2 Versuche brauche, um das zu schaffen. Also jetzt werde ich es nicht schaffen, okay? Ja, aber jetzt werde ich es schaffen, okay? Ja, das will ich mal sehen. Pass auf, Jungchen. Du musst übrigens noch viel lernen, was Videospielhistory und die ganzen Skills und alles angeht. Du bist ja wirklich ein verlorenes, hoffnungsglückliches, fallartiges Ding. Ha. Sag, was jetzt habe ich dir. Du musst übrigens noch lernen, was 3 plus 3 ist. Du musst noch lernen, wie man sich gescheit anzieht. Du musst alles lernen eigentlich. Na toll. Du bist nicht angemessen angezogen. Du hast nicht mal ein T-Shirt, dann zieh dir was an, um Himmels Willen. Na und? Sieht ja eh keiner. Ja, stimmt. Wir haben ja auch im Let's Battle, dass wir, wenn wir dieses Video hochladen, schon hochgeladen haben, aber jetzt aktuell noch nicht hochgeladen haben. Jetzt hör doch auf. Im Let's Battle ist ja auch die Kamera ausgefallen, irgendwann mal so in der Mitte, glaube ich. Da habe ich mich da schnell ausgezogen. Ja, hast du doch. Du brauchst das, kannst das zugeben. Hoppagaloppa, ja! Kann man das nicht abschießen? Ja, kann man, aber so cool bin ich nicht, gell? Da unten ist eine Teleschnecke, Achtung. A rubber, Teleschnecke. Bam! Ich glaube, das war die von Ruffy. Hat Ruffy und seine Crew, haben die Strohhüter eine Teleschnecke? Haben die Strom an Bord überhaupt? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht, gell? Hoppa galoppa. Ich bin richtig rational, oder? Ja, wirklich. Ja, du musst mich immer bestätigen. Ja, bist du. Du musst mich immer bestätigen, egal. Komm, das ist egal. Nein, so cool. Nein, ich bin nicht so cool, okay? Ja? Stimmt das? Ja, stimmt. Ja, das freut mich. Hier können wir nicht durch. Hier war übrigens der Screen, wo wir vorhin schon waren, aber ja, wenn wir da den Key haben, können wir natürlich eine Shortcut nehmen. Oh, gell? Eine Pflanze. Und das ist eine Pflanze, die übrigens auch der erste Boss irgendwie ist und der heißt Lotus Guardian. Übrigens Lotus, mein Lieblingsboss im Spiel. Lotus ist übrigens mein Lieblingscharakter aus der Mega Man TV-Serie. Wirklich? Und auch mein Lieblingspony. Gell? Wirklich? Ja? Nein, das war natürlich gelogen. Meine Lieblingsponys sind dann wohl Sweetie Belle und Derpy und
und dessengleichen. Ich habe übrigens auch zu Weihnachten das offizielle My Little Pony Comic bekommen und das ist wirklich sehr cool. Also ich weiß nicht, ob die dann noch überhaupt noch auf kleine Kinder Acht geben. Das ist wirklich schon ganz Brony basiert, glaube ich. Und was soll das? Ich meine, der sticht mich da genau in die Milchkanone. Das tut weh. Ja, au, au, ich eier da wieder ganz verkehrt herum. Bist du auch schon mal verkehrt herum geeiert? Nee. Schade. Es gibt ja auch, ich glaube, ich bin der Erste, der das entdeckt, ein paar coole Easter Eggs in dem Spiel. Die werde ich euch dann zeigen. Gell? Ja, du musst mich Es auch sind keine bestimmen. Easter Eggs, es sind nur, das sind nur Plattformen, die wie Gesichter angeordnet sind. Ja, wahrscheinlich überhaupt nicht. Das habe ich nur so weit hergeholt irgendwie. Doch, das sind Easter Eggs. Ah, ja. Wirklich? Stimmt, sind das Easter Eggs? Ja? Stimmt das? Stimmt das? Ja, es Ja. sind Easter Eggs. Genau. Weil immer wenn du mich bestätigst, dann wächst mein Selbstbewusstseinspegel um Meilen. Und übrigens an die lieben Zuschauer, die ich ja auch sehr gerne habe. Hallo, hallo, wie geht's euch? Dass wir uns auch mal unsere Zuschauer richten, oder was? Ja. Hey, besiegt, sehr gut. Wow, ich habe ihn besiegt. Das hätte ich nicht. Das ist die Epic-Musik. Da. So, ja, ein bisschen, ich habe es halt ein bisschen schneller gemacht, als eigentlich hier abgespielt wird, aber ich glaube, das ist ja gar kein Will Problem, ich oder? los? Ja. Hast du ein Problem damit? Dann. Ja, okay. Zock. Zock, ja. Das ist richtig eine Abzocke. Das, nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Ich habe auch übrigens, aber ganz unter uns, ich habe gehört, dass der Sivak oder Sivek oder wie er auch heißt. Sci-Fi, nein, der ist Sivak. Sivak, der Sivak. Hab gehört, oh, wir machen das natürlich, wir spielen es rational, nicht so husch husch durch, sondern wir spielen das rational. Wir gehen hier hin, weil wir schauen, was unser nächstes Objektiv ist. Ach ja. Ich habe gehört, der Sivak, der das Spiel ja programmiert hat, der hat angeblich In Deutsch the lower gelernt. level of the fortress lies an upgrade to enhance one's power, one's jumping ability. Press B to exit Spiffy Ja, sehr gut Systems gelesen. 6-2 Und something something. der Sivak, der das Spiel auch programmiert hat, angeblich kann der auch Deutsch und der schaut sich angeblich jedes einzelne Let's Play an und schaut, ob wir keinen Blödsinn anstellen mit seinem Spiel. Ja, so habe ich das gehört, so hat man mir das gesagt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber, ja. Und übrigens, was ich gern mache, ich springe über diese Säulen. Zack, 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 zack. Ich gehe da nicht drüber, nein, ich springe da immer, okay? Und nein, da nicht, da nicht, nein. Und hoppa galoppa und galoppa hoppa. Jetzt sind wir Zack. schon im Schloss, oder was? Ja, jetzt sind wir im Fortress of Beryl. Ja, wir sind jetzt schon drinnen, ja. Und hier ist eine coole Abzange. Hier können wir nicht drauf. Nein, wir können so nicht springen. Hier drüben, nein, auch nicht. Hier ist das Feder Upgrade, sehr cool. Feather Fall heißt das, ja. Und hier noch mehr Abzwängen. Da ist dann die Stelle, wo dann wirklich alle Spieler auszucken, weil sie keine Ahnung mehr haben. Ich weiß natürlich, dass hier ein Save Point ist. Wissen nicht alle. Im Battle Kit 2 ist es ja auch so, dass die Eingänge zu Save Points Rooms immer so markiert sind. Damit man das gut erkennt. Gell? Ja, stimmt das? Ja? Gib ruhig zu, dass du die Demo gehackt hast. Ich habe die Demo gehackt. So, Sehr es ist gut. aber raus. Aber man kann nicht viel machen, ja. Ich habe Infinite Jump gemacht und wollte irgendwie geheime Bereiche akzessieren. Geht nicht, das hängt sich dann auf. Schade. Oh Gott, der ist cool. Ich mag ihn. Hoppakaloppa, so. Okay? Sehr gut Ja, gemacht. so machen das die Pro-Game. Und hier ist der High Jump. Jetzt können wir higher jumpen, okay? Wir können jetzt, wops, wops, drei Blöcke hochspringen, vorne so und jetzt so, okay? Ja, stimmt das? Das stimmt. Ja, hätte ich mir auch gerade gedacht. Du auch? Ja. Das ist natürlich, das trifft Wirklich. sich blendend wie die Blendi-Zahnpasta. Ich verwende ja immer Blendi-Zahnpasta, wie ich klein war. Jetzt verwende ich gar keine Zahnpasta mehr. Ich würde gern Colgate verwenden, aber bekanntlich macht die Zahnpasta ja nur 10% des gesunden Zahnes aus. Also Ja, wer hat dir das denn erzählt? du hast mir das einmal erzählt. Ach so, dann stimmt's Und natürlich. ja, dann ist meine Zähne sind halt nur 90% gesund, auch okay, würde ich sagen. Und das sieht übrigens aus wie ein Mittelfinger, oder? Also, Ist der, ist Easter der. Egg, Easter Egg. Da wollte Das uns erste, da wollte der Sivak den Sivak wirklich mal Mittelfinger die zeigen. Meinung sagen, glaube ich.